Hier präsentieren wir die 5 beste Bluetooth-Kopfhörer. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der Audio-Technica AT A5BT verwöhnt schon beim Auspacken mit hoher Anfassqualität, der den Preisunterschied, zum Beispiel zu unseren Favoriten, direkt fühlbar macht. Hier kommt viel Metall zum Einsatz und dort, wo es mal Kunststoff ist, ist dieser recht hochwertig. Trotzdem ist er nicht schwerer als beispielsweise der komplett aus Kunststoff gefertigte LZR588. Auch ausstattungsmäßig kann man sich beim Audio-Technica nicht beklagen. Die integrierte NFC-Chip erleichtert das Bluetooth-Pairing und neben dem obligatorischen USB-Ladekabel gibt es auch ein Audio-Kabel, so dass man auch bei leerem Akku zumindest noch Musik hören kann. Ein Tragebeutel aus Kunstleder rundet die Ausstattung ab. Trotz seiner ohrumschließenden Polster lässt sich der AT A5BT nämlich ziemlich kompakt zusammenklappen, so dass er gut im Beutel verstaut werden kann. Nummer 4. Der Dynamic hat den Avent Hovi Release schon einige Zeit auf diversen Messen und Ausstellungen vorgeführt, dort allerdings noch als Prototyp, um gerade während der Entwicklungsphase so viel Feedback wie möglich berücksichtigen zu können. Dass sich das sowohl auf die Klangeigenschaften als auch auf die Bedienmimik auswirkte, lässt sich sehr gut an dem jetzt verfügbaren Schmuckstück erfahren. Außer mit edlen, hervorragend verarbeiteten Materialien glänzt der Bedynamic-Hörer mit einem ausgefeilten, wenn auch nicht ganz neuen Bedienkonzept. Auf der rechten Hörkapsel findet sich ein Tuchpad, das mit einfachen Gesten vertikal zwischendurch die Tracks vor- und zurückspringt und mit einer anderen Geste horizontal zwischen die Lautstärke einstellt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Real Blue von Teufel ist ohrumschließend konstruiert, was von vielen Nutzern als komfortabler empfunden wird als die ohraufliegende Bauweise. Auch seitens der verarbeiteten Materialien und der Verarbeitungsqualität gibt es nichts zu meckern. Der Hörer verfügt über eine aufwendigere Polsterung und die Möglichkeiten, die Kapseln zu verstellen, sorgt für sicheren und komfortablen Sitz auf vielen Köpfen, andererseits lässt er sich aber nicht so kompakt zusammenzulegen wie der Marshall und der BT30 von So & Magic. Nummer 2. Der So & Magic BT30 tritt weitgehend in die Fußstapfen unseres ehemaligen Favoriten Teufel Airi. Auf der Ausstattungsliste findet sich neben der Möglichkeit, den Hörer per NFC zu koppeln, ebenfalls mit dem verlustarmen Übertragungscodec AUX. Neben dem obligatorischen USB-Ladekabel liegt auch ein Audiokabel bei, falls der Akku, der bis zu 15 Stunden Musikgenuss gewährleisten kann, je nach Lautstärke und Übertragungslänge doch unterwegs mal schlapp machen sollte. Dann steht er zumindest noch als Kopfhörer zur Verfügung, verkabelt und ohne Earbud-Funktion. Die Bedientasten auf der einen Hörmuschel sind großzügig dimensioniert und gut tastbar, so dass man schnell mit der Bedienung zurechtkommt, allerdings klacken die Tasten bei Betätigung laut, vernehmlich im rechten Ohr. Insgesamt ist der Hörer jedoch kompakt und lässt sich zudem zusammenklappen, so dass er perfekt ins ebenso kompakte Hardcase passt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Unter dem Strich hat uns der Marshall Majority in Bluetooth-Ausführung jetzt am meisten überzeugt. Er klingt toll, ist hervorragend verarbeitet und liegt an der magischen 100-Euro-Schwelle. Für eine bessere Klangqualität muss man viel tiefer in die Tasche greifen, zumeist gibt es dann noch hochwertigere Verarbeitung obendrauf. Der So & Magic BT30 ist unserem neuen Favoriten dicht auf den Fersen. Er ist mit NFC und einem schönen Hardcase nochmal besser ausgestattet als der Marshall, hinterlässt jedoch seitens der Verarbeitung der verwendeten Materialien keinen so vertrauenserweckenden Eindruck. Überzeugt hat uns auch die simple wie zuverlässige Bedienung des Marshall Periodial. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen,
abonnieren unseren YouTube-Kanal.